Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr plant, eine Webseite euch zuzulegen, dann macht euch genau Gedanken darüber, wie ihr die Anfahrtskizze im Kontaktformular darstellt. Da sollte man auf keinen Fall Kartenmaterial verwenden, was im Internet so frei zugänglich ist und zu finden ist. Denn es droht eine Abmahnung. Kartenmaterial ist urheberrechtlich geschützt und derzeit mahnt ab, ich schaue es mir mal an, die United Navigation GmbH mit der Kanzlei MBBS. Und es geht um eine Schadenersatzforderung für einen Kartenausschnitt von rund 2.800 Euro und Anwaltskosten in Höhe von rund 700 Euro. So, Karten, die sind kreativ gestaltet und deswegen unterfallen sie dem Urheberrechtsschutz. Und man muss fragen, bevor man diese Karten nutzen kann. 2.800 Euro sind natürlich sehr, sehr hoch gegriffen. Doch die Lizenzgebühren, die hier verlangt werden, die richten sich nach dem Preis, der normalerweise verlangt werden kann beim Verkauf solcher Kartenmaterialien bzw. der normalerweise erzielt wird. Und wenn jetzt die United Nation GmbH regelmäßig nachweisen kann, für 2.800 Euro so kleine Kartenausschnitte zu verkaufen, dann können sie das als Lizenzschaden tatsächlich geltend machen. Ich bin natürlich gespannt, ob es überhaupt Leute gab, die für diese Preise die Ausschnitte gekauft haben. Aber wenn, dann wird es hier schon etwas enger für die Betroffenen. Man kann ein bisschen noch was an den Rechtsanwaltsgebühren herummäkeln. Aber vom Grunde her muss man sagen, auch bei solchen Kartenausschnitten muss man vorsichtig sein. Das Verrückteste, was ich in diesen Abmahnkategorien mal erlebt habe, war, dass der Designer eines U-Bahn-Planes abgemahnt hat. Der hatte zwar den dortigen Straßenverkehrsbetrieben einfache Nutzungsrechte eingeräumt zur Nutzung auf gedruckten Karten, aber nicht zur Nutzung im Internet. Und plötzlich hatten die Verkehrsbetriebe diese Verkehrskarten online gestellt und Betroffene, die dann abgemahnt worden sind, das waren Studentenwerke oder Uni-Webseiten oder auch einfache Homepages, hatten die dann auf ihre Internetseite gestellt und da hat der Designer gesagt, nix da, ich habe diese Linien der U-Bahn gemalt, habe die Farben ausgesucht, das alles angeordnet und insofern sind hier meine Urheberrechte betroffen und da gab es also auch eine Menge Abmahnungen. Das ist ganz vergleichbar jetzt mit diesen Kartenausschnitten. Insofern sage ich hier aufpassen. Karten nehmt am besten von Google Maps. Wenn ihr die professionell von Google Maps nehmt, dann lest euch da auch die AGB durch. Denn für den professionellen Betrieb sieht Google hier auch Sonderbestimmungen vor. Wir halten euch zu solchen aktuellen Urheberrechtsthemen, IT-Themen immer gerne auf dem Laufenden. Hier unsere letzten Beiträge dazu. Schaut euch die auch noch an, besonders abonniert bitte unseren Kanal, das würde mich sehr, sehr freuen. Einstweilen, danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.